Die jüngste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wolny, 58, gerät zunehmend in Plauderslaune. Nachdem sie sich während der Schwangerschaft weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, versorgt Lore ihre Fans inzwischen wieder regelmäßig mit Informationen rund um ihre Mutter. Zuletzt hatte die TV-Bekanntheit, die Wolnys, ihrer Instagram-Community unter anderem das Geschlecht ihres Nachwuchses verraten. Darüber hinaus beendete Loredana auch das wochenlange Rätselraten um den Namen des neuen Erdenbürgers. Aureli. In einer kleinen Fragerunde auf der Social-Media-Plattform lieferte das Nesthäkchen der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands nun erstmals exklusive Einblicke zur Entbindung des kleinen Wonneproppens. Und die verlief alles andere als Reibung. Mit dramatischen Geburten kennen sich die Wolny-Kinder bestens aus. Auch Loredana brachte ihr Baby nicht auf natürlichem Wege zur Welt. Es war ein Notkaiserschnitt, offenbarte die 18-Jährige. Zuvor sei ihr mitten in der Nacht beim Schlafen die Fruchtblase geplatzt. Als ich das gemerkt habe, war noch alles in Ordnung, so die frisch gebackene Mama weiter. Auf dem Weg zum Auto hätten dann aber plötzlich und völlig unerwartet die Wehen eingesetzt. Doch obwohl Aurelio am 22. Dezember rund 4 Wochen zu früh das Licht der Welt erblickte, entwickelt er sich bislang prächtig. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie wunderschön dieses Gefühl ist. Das muss man als Mama selber fühlen. Aurelio hat mir gezeigt, was Liebe ist und was es heißt, wirklich glücklich zu sein, schwärmte Loredana im Zuge der Fragerunde über ihr neu gewonnenes Familienglück. Auch auf die Namenswahl ging die 18-Jährige noch einmal etwas detaillierter ein. Ihre Schwester Sarafina Wolny, 27, habe sie auf die Idee gebracht. Wir hatten 2 Jungen- und 2 Mädchennamen, führte die Blondine weiter aus. Und ich habe gesagt, der Name, der mir als erstes in den Kopf kommt, wenn ich meinen Engel auf dem Arm halte, der wird es sein. Thank you.